Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start, heute mit dem neuen SPC-Content. Sonntag ist kurz vor 19 Uhr und ihr gibt uns wieder richtig nicen Content. Seit Freitag, seit dem Festival Football Event, richtig geile Sachen draus. Wir haben eine neue Evolution und geile neue SPCs. 90 plus Zugabe, Eigenprofi-Wahl, refreshed, aber jetzt hochgenommen auf die 90. Dann Hernan Crespo, als ihr seht, Legenden des Spiels Icon, geisteskrank. Und dazu eine dritte SPC, auf die ich gar nicht klarkomme, Bradley Bakula, nur zwei Segmente. Wir gucken uns alles Neues an, Freunde, gehen in das ein oder andere Upgrade-Pack, also bleibt bis zum Ende dran und damit let's go und rein ins Video. Ja, Freunde, wenn ihr das Ganze feiert, dass ich täglich für euch hier am Start bin, dann nehmt ihr euch doch kurz hier eine Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Ich würde sagen, das schaffen wir auf jeden Fall. Die 300 Likes, lasst einen Daumen nach oben da, eskaliert man so ordentlich. Gerne auch für die Anrufskommentare hinterlassen. Und wenn ihr generell rund um die AFC hier daily nichts verpassen wollt, dann gerne kostenlos die Glocke aktivieren. Auch das ist kostenlos und for free. Holt es gerne nach. Ich sehe ja, dass ihr sowieso jeden Tag einschaltet. Also holt das sehr, sehr gerne nach. Ja, Freunde, drei neue SPCs, eine neue Evolution draußen. Wir gucken uns alles Neues an und fangen aber erstmal, ja, was heißt in aller Ruhe an? Refresh natürlich auch die Weg zum Ruhm. Refresh die 5x5er, die wir unter anderem gestern gemacht haben. Dreimal wieder rüber, die am Start. Das kennen wir ja alles. Der Player Big nach wie vor da. Aber ich will direkt mal mit der Bradley Bakula SPC reinstarten. Eine 94er geratete Weg zum Ruhm. Pass to Glory. Karte. Pass to Glory soll schon. Es ist doch geisteskrank, oder? Es ist doch einfach geisteskrank. Weg zum Ruhm, Pass to Glory, Bakula, nur zwei Segmente. Ich komme gar nicht drauf klar. Wir haben 87er, wir haben 88er Greater Squad. Nein, kein Team of the Week, kein Tots, keine 4 Segmente, keine 6, keine 7, wie wir es die letzten Tage hatten. Eine Woche da, die SPC. Franzose. Hallo? Das muss ein Fail sein von EA. Was ist das denn? Das ist eine SPC, die dich maximal überrascht hat. Wenn wir uns jetzt die Karte angucken, Freunde, dann schaltet euch mal richtig an. Denn bei den Playstyles, wir haben Ballkontrolle, fast alle Playstyles, Technik und Raserei, wir haben harter Pass dazu. Dann geht es weiter. Er kann sich upgraden. Es ist, und das wiederhole ich gerne hier nochmal, es ist eine Live-Karte, Freunde der Sonne. Und ja, dann guckt euch diese Stats an. Wir haben 99 Antritt, 99 Sprinttempo. Wir haben einen sehr guten Schuss, sehr gutes Passspiel, vor allem Übersicht und Flanken. Sehr sympathisch für den Flügelspieler, perfekt. Dribbling, unfassbar ausgeglichen, sogar 95 Ruhe drauf. Wir haben die Kopfballpräzision auf 98, fast 99. Und wie gesagt, er kann sich, das wiederhole ich gerne heute mehrfach, er kann sich noch weiter upgraden. Weg zum Ruhmkarte, wow. Also ich bin sprachlos. Und er kann natürlich auch Stürmer spielen. Er kann eher im rechter Flügel, linker Flügel spielen. PSG, Frankreich und dann nur zwei Segmente. Ich dachte gerade, ich bin in einem Fiebertraum oder was. 5 Sterne, 4 Sterne kommen auch noch mit dazu. Hochmittelarbeitsraten. Nicht nur, dass er den PSG-Link bietet. Nein, er ist Franzose, Frankreich. Auch die Option, dass sie weit kommen. Also gehen wir mal gerade durch. Wir gehen mal davon aus, dass sie ein Spiel auf jeden Fall gewinnen. Gewinnt 3 Spiele, könnte auch sehr gut möglich sein. Viertelfinale, Halbfinale, gut, Halbfinale, Finale vielleicht ein bisschen tricky, aber wir gehen mal davon aus, ja, dass es auf jeden Fall mal ins Viertelfinale schaffen, ja, und wenn er kein, weiß ich nicht, Schweiz oder whatever um die Ecke kommt, also das ist, ich bin absolut sprachlos und ich habe es gestern noch gesagt, gestern kam der riesen Content, Wahnsinn auch, ja, ich habe es im Titel geschrieben als Wahnsinn, was für guter Content auf einmal von EA gedroppt wird und ich war komplett perplex, aber das jetzt heute mit der Bakula SBC, boah, das haut mich richtig um, aber das ist ja nicht das Alleinige, was heute rausgekommen ist, Freunde, ich habe es eben gesagt, ja, wir haben auch nach wie vor Player Picks, so wie es morgen, Freunde, bin ich mal sehr gespannt, morgen der Montag, mit auch wieder neuen Player-Picks, mit neuen Upgrades. Was kommen da für Upgrades? Ich bin richtig heiß drauf. Morgen der 19 Uhr Content. Seid auch gerne wieder mit dabei. Das wird einfach nur crazy. So, dann haben wir hier Hernan Crespo. Freunde, jetzt. Er ist aus welchen auch Gründen auch immer, oder die Gründe sind relativ offensichtlich, 6 Tage am Start. Ja, warum ist er jetzt nicht 30 Tage da, 60 Tage da, wie sonst immer Icons? Das Problem ist hier, dass wir hier ja auch die Möglichkeit haben, eigentlich, dass er sich, glaube ich, upgraden kann. Aber haben wir jetzt ja gar nicht den Path sozusagen angezeigt. 6 Tage nur am Start könnte ein bisschen heavy sein. Aber es sind 13 Segmente. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist oder nicht gewollt. Auf jeden Fall Bronze, Silber, 84er Greater Squad. Also im Endeffekt, die können wir aber ausklammern. Es sind nur 10 Segmente. Und der erste hier direkt geht mit 85er Tots Team of the Week auch los. Dann hier 86er Tots Team of the Week, 88er Tots Team of the Week, 89er. Dann haben wir 90er, haben wir gestern drüber gesprochen, schon sehr realistisch.
Und auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt so viele SBCs bekommen haben. Showdowns fing es ja an mit Freitag und Samstag. Wir brauchen irgendwie so viel Futter und deshalb bin ich mir 100% sicher, dass morgen richtig, richtig, richtig gute Upgrades rauskommen, womit wir diese ganzen SBCs craften. Denn ich weiß jetzt schon, dass wir bestimmt 5 in die Kommentare reingeschrieben haben. Ja, Flo, okay, das ist alles für schön und gut, aber wo komme ich denn an mein ganzes Futter her? Und da kann ich euch sagen, wartet ab, Freunde, bis morgen. Ich zeige euch gleich nochmal kurz, was bis jetzt aktuell alles da ist. Und ja, dann haben wir die 91er darunter und der 92er, ja, der haut dann auf jeden Fall auch nochmal raus. Aber jetzt haben wir so viele SBCs, Spieler-SBCs, Upgrade-SBCs, die eben, ja, im Endeffekt eine Woche da sind, wo man sich wirklich fragt, hey, wie soll ich denn bitte an das Futter kommen? Werden wir gleich kurz besprechen. Hernan Crespo auf jeden Fall 4-Star, 5-Star. Stürmer, Mittelstürmer haben wir hier am Start. Wir haben 96er Schuss, da kommt er natürlich drüber, auch über das Dribbling, 99 Ruhestat, also eine maximal gute Karte. Wir haben wieder Powerschuss Plus, haben wir die letzten Tage drüber gequatscht, Technik und in der Luft gefühlt jeder Playstar Plus im Sturm mit einem Powerschuss. Es, weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen lame, den als Playstar Plus, aber gut, es ist wie es ist. Und dann die dritte SBC 90 plus Zugabe-Icon Profi-Wahl. Da, wie gesagt, von letzter Woche hochgezogen auf jetzt die 90. War vorher 89. Zeige ich euch gleich, was es letzte Woche war. Auch hier wieder Team of the Year. Wir haben Future Stars und Ultimate Birthday-Icons. Ich weiß nicht, ob wir da heute reingehen. Zweimal wieder rüber auf jeden Fall. In zwei Tagen refresh das ganze Ding. Ist eine Woche komplett da. Da muss man auch überlegen, hat man Bock drauf, will man da auf eine Icon gehen, die man unbedingt haben will. Es ist halt eine typische Gamble-SBC, ja, man weiß nicht, was man kriegt. Ein 86er, ein 87er und ein 88er, wobei hier ein Tots Team of the Week bei der ersten Geschichte eben Voraussetzung ist. Und bitte nutzt bei Tots oder Team of the Week, wenn das angezeigt ist, bitte nutzt keinen Team of the Season da drin. Grinded, crafted mit der neu oder erneut erschienenen 83 plus Team of the Week Player Pick Geschichte, die Team of the Seasons. Bitte tut mir den Gefallen und macht es bitte nicht mit dem Team of the Season, weil die gehen euch irgendwann, gehen die euch sonst aus, okay? Aber 86er, 87er, 88er und dann nehme ich euch kurz schon mal mit rüber hier zu Footbin, denn von letzter Woche nochmal aufgemacht, das war hier ein 86er mit Tots Team of the Week, 87er mit Tots Team of the Week, 89er mit Tots Team of the Week bei der 89 Pluser und jetzt eben neu bei der 90 Pluser 86er mit Tots Team of the Week, dann 87er und ein 88er. Also können wir auf jeden Fall schon sagen, eine gute, / bessere SBC, günstigere SBC für eben dieses 90 Plus. Und ja, die Frage ist halt da einfach jetzt, wie jede Woche Sonntag, geht man rein oder nicht? Hat man Bock drauf? Ja, nein, vielleicht. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung direkt zu der SBC in die Kommentare. Viele sagen schon, ah komm, da muss ich jetzt nicht nochmal reingehen, dann lieber in andere SBCs. So, Freunde. So, das Einzige, was mich jetzt gerade irritiert hat, sind tatsächlich die 6 Segmente, das habe ich eben nicht gesehen. Die 6 Tage bei Hernan Crespo, weil das irritiert mich jetzt dann schon ein bisschen. Legenden des Spiels. Ich meine, die haben wir ja in den Zielen ja auch. Gehen wir damit direkt mal zu den Zielen, Friends. Bei den Zielen heute nichts großartig Neues am Start, aber ich meine, dieser Weg, der wurde uns doch hier angezeigt. Eigenprofil, Story. Legende des Spiels. So, das haben wir bei Crespo eben bei der SBC nicht angezeigt bekommen. Hier sehen wir wunderbar bei Puskás oder auch hier bei Gerard, wie eben dieser Upgrade Pass läuft mit dem jeweils plus 1. Und das ist jetzt dann schon eine Sache. Erstens, die haben wir auch relativ spät. Also, da muss man erstmal hinkommen zu den Leveln. Und deshalb erschließt sich mir jetzt nicht ganz die Logik, warum diese Crespo SBC nur 6 Tage am Start ist. Ich könnte mir vorstellen, ich gucke mal gerade parallel rein, Friends, dass eventuell vom Timer her, die das wieder ein bisschen verkackt haben, yay, haben sie schon was gepostet? Direct Communication? Ist auf jeden Fall noch nichts gepostet. Aber das würde ich mal abwarten, Friends. Das würde ich mal abwarten. Läuft ab und nur 6 Tage. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, es ist im Icon-Tab, ja. Und ja, also es sind eigentlich zu wenig Tage, ne? Es müsste mindestens hier, Didier Drogba selbst, Didier Drogba nur mit 90 Bänden gestern 2 Wochen. Gut, ist eine andere Geschichte. Ja, aber ich glaube, sie haben halt gedacht, wie Luis Diaz oder so, eine Woche da, Joe Gomez, eine Woche da. Bei den SBCs ist es ja was anderes, aber bei einer eigenen SBC mit 13 Segmenten,
Also würde ich doch mindestens 30 Tage mal irgendwie draufknallen an Days. Na, vielleicht, wenn wir es bis, ja, bis ich das Video online gestellt habe, werdet ihr vielleicht die Antwort auf diese Frage auf jeden Fall schon geben. Wir werden das in den nächsten Tagen mal beobachten. Aber ganz schlüssig ist mir das mit dem Timer gerade tatsächlich nicht. Also haben wir doch was Kleines, Feines, Irritierendes, wenn wir denn so wollen, auf jeden Fall mal heute doch gefunden. Ja, wie eben gesagt, wir erzielen heute nichts Neues am Start. Wir haben jetzt die SBCs, die drei Stück, neue am Start. Bakula für mich, boah, geisteskrank. Können wir auch gleich mal bei Footbit vergleichen. Aber, und da kommt's, Friends, wir haben auch eine neue Evolution draußen, ja. Und da sieht's so aus, dass wir mal wieder eine Paid Evolution draußen haben. Und hier haben wir sie am Start. Das ist die Abwehrstärke. Die kostet 125.000 Münzen oder eben 500 FC Points. Und da heißt es, verwandle dein Profi in ein einzigartiges Defensivbollwerk. Diese Evolution verbessert das Können des Profis von 2 eben auf 3 Playstyles. Natürlich schon mal eben passend zur Bauerköpf. Und belohnt den Profi mit Abfang plus dominiere das Spielfeld. So, und jetzt wird es dran, denn Gesamtrating maximal 91, Tempo maximal 89, Defensive maximal 92 und Schießen maximal 69. Maximal 4 Spezialbewegungen, maximal 7 Spielstile und maximal 2 Playstyles plus. So, wir haben, wie wir es kennen, 20 Tage Zeit, das Ganze uns zu überlegen, 27 Tage, um das Ganze freizuschalten und zu spielen, zu machen. Die Frage, welche Karte, wir haben jetzt hier Buongiorno, eine von auf jeden Fall den Top-Karten, als Option, welche Karte ist es das uns auch wert, in diese Evolution reinzugehen. Erstmal mein erster Eindruck, ich glaube auf der EV-Position bräuchte ich jetzt grundsätzlich kein weiteres Upgrade, aber wenn wir bei The Road to Glory bei mir jetzt mal drauf schauen, Akanji ist unter anderem zurück, ist back, den können wir mir jetzt hier zack, zack, zack reinknallen und zum 95er machen, nachdem wir ja schon mal evolutioniert hatten mit dem Plus 1 und ja, also das ist auf jeden Fall eine Option wert. Und dann haben wir alle defensiv. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich hätte dann nach wie vor die zwei Playstyles, weil er quasi den einen schon hat. Ja. Wenn ich es richtig sehe, genau, abfangen. Richtig, hat er schon. Insofern wäre er bei den zwei oder würde bei den zwei bleiben. Bei Buongiorno, eben gesehen, wäre es eben anders. Er würde dann drei Playstyles plus haben. Das ist richtig geil. Boah, eine 98 Reaktion. Das, okay, die Karte gefällt mir jetzt tatsächlich schon besser. 1,94 Körpergröße. Die SBC damals. Koulibaly, Sanchez geht mit rein. Carles Puyol, theoretisch auch. Gut, hat ein wenig Tempo. Würde ich jetzt tendenziell eher dann nicht nehmen. Und dann geht es relativ schnell auch in die 89er rein. Mal gucken, ob Moto theoretisch nachher reinpasst. Ich glaube aber nicht. Müsste dann alles nicht mehr passen. Oder dürfte dann nicht mehr passen. Ja, not bad. Also, Abwehrstärke. Die Frage, geht man rein oder nicht? Also, ich finde es auf jeden Fall gut. Nicht zu teuer, aber vor allen Dingen auch ein saftiges Upgrade. Ich habe es eben gesagt, ja, und da werdet ihr definitiv einen finden, der euch auf jeden Fall gefällt. Wir können gerade mal schon mal bei FootGG. Oh, Van Dijk, Touré. Warte mal, ist das die Dingens-Version? Oha, ja, okay, Friends. Das ist ja der wie 2 Meter, noch was, 2 Meter 6. Ja, das ist natürlich crazy. 91er Touré-Karte, uff, das wäre natürlich wild. Araujo geht auch rein. Van Dijk, Mascherano, Buongiorno, eben gesehen, Süle. Ah, die OCL-Version, nice. Van Dijk geht rein, Carlos Alberto hat die auch wild, Bastoni und Sanchez, Akanji eben gezeigt. Ja, und dann geht es einfach, die geht auch rein. Koulibaly, eben bei mir auch. Dann geht es langsam aber sicher runter. Aber auch nicht komplett schlechte dann. Also die erste Seite natürlich am attraktivsten. Wir gucken mal gerade hier in die Evolution rein. Ah, die ist natürlich gut. Die ist richtig gut. Wo haben wir denn jetzt? Was hatten wir denn jetzt eben? Die Karte wird gar nicht angezeigt, oder? Ah gut, im Endeffekt ist es dann ja... Hä? Nein, sie wird hier gerade nicht angezeigt. Weird. Tja, welche würde man nehmen bei der Evolution? Also Tori sieht dann durch geisteskrank gut aus. Gucken wir uns die gerade mal an. 95er Reactions. Boah, oder 2,6 Meter den einfach zu haben. Ich habe die SPC nicht gemacht. Die GG an alle, die gemacht haben. Dann haben wir hier mit Excessive Pass natürlich auch die Kombination möglich. Also da würde ich mal schauen.
Vielleicht habt ihr den einen oder anderen in der Kombination dann, den ihr weiter evolutionieren könnt. Das wäre natürlich auch ein GG. Araujo, 94er. Da haben andere höhere Dribblings. Screen ja auch mit Incessive Passmaster die Kombination machbar. Bissek. Auch mit Incessive Passmaster. Also da ist die Kombination auf jeden Fall möglich. Geht das gerne mal bei euch persönlich durch. So, also Bakula, Crespo gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Dann die SBCs. Alright, wir haben hier noch keinen Preis. Enko Eigenplek, weiß nicht, ist jetzt gefühlt jede Woche Sonntag gekommen. Klar, keine 90-Pluser, aber ja, ich kann verstehen, dass viele dann eher das Futter jetzt speziell nicht dafür nutzen, sondern dann eher für andere Sachen. Bradley Bakula, für mich die Top-SBC des heutigen Tages, geisteskrank gut. Also die hat mich wirklich überrascht. Und bei Herder Crespo, die mich eigentlich auch okay finde, also gut gepriced, überhaupt nicht schlecht gepriced. Das Einzige, was mich irritiert, 6 Tage verfügbar. Weil es sind ja alle 3 SBCs 6 Tage verfügbar. Also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich könnte mir das nicht gut vorstellen, Freunde, dass da ein Timerfehler am Start ist. Und wir vielleicht morgen in irgendeinem Video sagen, ihr habt das jetzt auf 30 Tage geändert. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, Freunde, bevor wir zu den Packs von mir kommen und auch aus der Community, gucken wir uns nochmal kurz Bakula und Crespo an. Ja gut, wir lassen jetzt mal die Evolutions außen vor. Dass das ein Upgrade ist, ist offensichtlich, aber das ist doch Wahnsinn, dass das nur 2 Segmente ist. Also wir können mal gerade hier gucken, ob schon Preis bei FUTGG ist. 22k die Enko Eigenplay-Geschichte, Crespo, never ever 6 Tage und dann 100, noch nicht mal 200.000 Münze, Freunde, für den Bakula. Pass to Glory. Heilige Mutter Theresa, das ist ja gefühlt auch ein Scherz. Ist das ein Fail von EA? Ich glaube, wir sollten schnell gleich in die SBC reingehen. Ich bin geschockt. Ich bin positiv geschockt. Und dann Crespo von der 86, klar. Warum wird die 89er nicht angezeigt? Das ist die Frage. Ja gut, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ah, 96er. Ich meine, die spricht auch für sich. 5 Sterne, 4 Sterne. Passt zu Barockkäufen. 99 Composure. 1,84. Ich meine, klar, könnt ihr jetzt auch sagen, hey, pass auf der Position. Keine Ahnung, ich habe jetzt gestern Drogba gemacht oder ich habe dort ein Team of the Season, Lewandowski, Mbappé und sagt dann, hey, pass auf, Crespo brauche ich gar nicht, gehe gar nicht rein in die SBC. Jeder hat da seine eigenen Beweggründe, kann ich auch absolut verstehen. Aber ein zweiter Winner auf jeden Fall des heutigen Tages, definitiv die neue Evolution, auch wenn sie Paid Evo ist, 41.000 Spieler passen da rein. Bin ich mal sehr gespannt, wenn ihr in der Evo-Welt, schreibt es mal rein in die Kommentare. Und jetzt fangen wir mal an mit den Packs, fangen an bei mir auf dem Account. Ich habe die Transferliste ein bisschen leer gemacht, Weg zum Ruhm und heute noch keinen gezogen. Gut, ich habe noch nicht viel in-game am Stissel gewesen, am Start. Aber vielleicht kriegen wir ja jetzt noch in den nächsten Packs, entweder bei mir oder in der Community, ein bisschen was Rotes, was um die Ecke kommt. Wir hätten, glaube ich, alle nichts dagegen. Tagesspielgeschichte und so ist halt alles mit dabei. So, next one. Ich glaube, wir können einfach überskippen, wenn jetzt nichts Rotes ist. Walker wird vielleicht auch mal dabei sein. Smalling, not bad. Und ich glaube, so mit Silber und Bronze werden wir auch jetzt discarden, wenn die Transferliste sich halt voll machen. Dann können wir ein bisschen mehr Packs öffnen. So, next one. Republik Irland. Und McCary. Nein, ich dachte schon, wer wird es wohl sein? Aber das ist schon mal sehr gut. Dann das nächste Pack. Gemischtes Profi-Pack. Oh, ich dachte kurz, weißer Flair. Was ist da denn los? Zack, zack, zack. Ja, kommt selten. Nehmen wir noch mit. Und Packs nach Packs. Sind heute auch 10 Münzenpack, 30 Münzenpack wieder da? Ja, machen wir doch damit erstmal weiter, Freunde. Denkt dran, 30 Münzenpack, 10 Münzenpack. Nicht vergessen. Spain, ZDM, ja. Again. Die Hoffnung war da. Nehmen wir natürlich aber trotzdem mit. Sogar nur 2 Duplikate. Können wir kurz discarden. Für das 30 Münzenpack schon mal gut. 10 Münzenpack. Here we go. Und, nichts Rotes. England, Stürmer. Komm, so Harry Kane. Boah, ich dachte kurz, das ist Dali. 85er Rating. Können wir auch definitiv mitarbeiten als SBC-Footer. Very nice. Hello. Meine Packs, danke.
So, 78x2er. Eben hat einer in Twitch geschrieben, er hat aus dem 80x2er-Pack De Jong gezogen. Ja, das könnten wir gerne heute ihm nachmachen. Hätten wir nichts dagegen. Und lasst mir natürlich gerne auch wissen, wie euer Pack lag heute oder gestern oder seit Freitag aussah. Wie viel Pass-to-Glory-Spieler habt ihr schon gezogen? Und, ZM wollen wir da sehen. Kein Mittelstürmer. Das wäre jetzt Modric gewesen, hätten wir gerne mitgenommen. Die 81er können wir wunderbar für den Team of the Week recraften, wieder nutzen. 80x2er, nichts Rotes, Bane gleich Pain, Fragezeichen oder doch ein Parejo. Und es ist easy. Dann 80x5er, here we go. Nichts. Kommt das Rote noch um die Ecke? Ja, nein, vielleicht. Wir werden es gleich erfahren, Freds. Wir werden es gleich erfahren. 81x2er. Portugal. Und auch hier wieder 82er, 81er. So leichtes SBC-Futter. Aber nichts Wildes. Gern nochmal ein Walkout. Argentinien. Messi. Nope. Zack. Und Rodriguez. Und dann das 83 Doppler. Auch hier nichts Rotes. Also ihr seht auch bei mir in meinen Packs kann mal nichts Rotes drin sein. So ist es halt. Mal so. Und 84er und 83er kümmere ich mich dann gleich drum. Ja, gehen wir rein in die nächsten Packs. So, machen wir weiter mit 3x85x5er Packs noch von gestern und dann geht's direkt los mit Rot. Frankreich, Mittelstürmer. Wait a minute. Benz erstmal. Aber weiter, 90er Rating, das ist schon mal ein guter Anfang. Moment, dann heißt das, muss ein großer Fischhitter sein. Und? Who are you? Endor. Der Mini-Release killt uns. 92er Rating, Endoye, 24.000 Münzen und aber kein Duplikat. Hey, nice, Endoye, Benzema, Modric. Ah, ich glaube, die 85x5er muss ich auf jeden Fall auch noch bis morgen mal machen. Und vielleicht können wir dann auch morgen direkt mal zum Montag mit den 85x5er Packs auf jeden Fall reinstarten. Sehr, sehr nice. Und der nächste Back-to-Back? Nein. Ja. Freunde, es geht direkt so weiter. Let's go! Was ist denn hier los? Antonio! Jetzt habe ich nicht gesehen, war es Doppel-Workout? Ach, hör mir doch auf. Freunde, ich glaube, ich muss nachher doch noch weiter für Barschwer Packs ready to go machen. Das ist doch einfach geistkrank. Da discardet er auch einfach mal bei dem Packlack. Gerne mal bei den drei Packs, den 85er. Kann er später die Web-App zurückholen. Und alle guten Dinge sind drei. Kriegen wir drei hintereinander hin? Na, keine drei roten. Es wird England. Komm. Nein, es ist Bronze. Und wieder kein Duplikat. Ey, Freunde. GG. Drei Packs. Top Geschichte. Und die nächsten drei. Und der nächste rote direkt. Oh. Oh. Okay. Ruhig bleiben. Erstmal Öde. Ödegaard mit. Wieder ein Below High Rated. Oh, schick again, oder? Sehe ich es richtig? Jawohl, schick again wie gestern. Wieder die 25.000 Münzen, sind jetzt viele ungefähr bei der Price Range. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, sie können ja höher gehen. Und ich komme gerade immer noch nicht auf Barcola klar. Das ist doch einfach geistkrank. Das ist doch einfach crazy. Next one. Und wieder der Rote. Was ist hier mit den 5x5er los? Freunde, macht eure 5x5er Packs. Macht sie ready, schick again. Ah, das ist natürlich Troll. Das ist natürlich Böses. Das ist natürlich böse. Und das nächste. Und auch hier wieder nichts Rotes. Frankreich, Mittelstürmer. Und Nkunku. 86er, 85. Das ist so ein typisches 85x5er Pack, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da mal wieder einen ersten Eindruck gewonnen. Wenn das der Fall ist, lasst auf jeden Fall gerne Liebe da. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal mein SBC-Futter grundsätzlich in Bakula auf jeden Fall reinknallen. Nicht, dass die SBC doch ein Fail war. Ja, aber die zwei Segmente, die muss man auf jeden Fall machen. Wenn man auch bedenkt, dass vielleicht Frankreich ist ja einer von den Favoriten, das dann vielleicht sogar am Ende des Tages gewinnt. Also das ist wirklich 10 vor 10, diese SBC. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst Liebe da. Hier jetzt gerne noch zwei weitere von mir. Viel Spaß dabei oder hierbei. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder hier an gleicher Stelle. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.